Echt jetzt. Sky-Serien und Filme im Reality-Check. Der Sky-Podcast. Die Menschen sollten einfach wieder lernen, sich ein bisschen mehr selbst zuzuhören. Weil wenn ich mich mit mir selbst auseinandersetze, wenn ich anfange, mich wieder selbst zu spüren, dann kann ich auch spüren, wenn eine Energie kommt, die nicht zu mir gehört. Weil wenn ich meine eigene Energie nicht kenne, dann kann ich natürlich auch keine fremde Energie erkennen. Dieser Rat kommt von Monika Martin, die seit über 30 Jahren Gebäude von Geistern und dunklen Energien befreit. Und damit herzlich willkommen bei Echt jetzt, Sky-Serien und Filme im Reality-Check. Mein Name ist Nina Liebold und gemeinsam mit unserer außergewöhnlichen Expertin sprechen wir heute über das düstere und gruselige Sky-Original Hausen. Ein kleiner Tipp von mir vorweg, das ist vielleicht keine Serie, die man sich unbedingt kurz vorm Einschlafen ansehen sollte oder bevor man in den Keller geht. Ihr habt verstanden, dass dieses Haus nicht einfach nur ein Gebäude ist, sondern etwas, mit dem wir alle verbunden sind. Was ist das? Was sitzt hinter den Wänden? So viele Fragen. Wenn du nicht aufpasst, findest du am Ende noch Antworten. Das hat sich die ganze Zeit in mir ausgebreitet. Etwas hat versucht, mich umzubringen. Etwas Böses. Es gibt Dinge im Leben, vor denen kann man nicht davonlaufen. Bleib hier, bis nichts mehr von dir übrig ist. Kurz nachdem der 16-jährige Juri seine Mutter verloren hat, zieht er mit seinem Vater Jaschek in einen großen, heruntergekommenen Plattenbau am Rande der Stadt. Das alte Gebäude mit seinen merkwürdigen Bewohnern ist sogar noch unheimlicher, als es aussieht und steckt voller schrecklicher Geheimnisse. Als Juri entdeckt, dass der Plattenbau ein bösartiges Eigenleben führt und sich von dem Leid seiner Bewohner ernährt, muss er diese überzeugen, gemeinsam mit ihm gegen das Übernatürliche anzukämpfen, das in dem Gemäuer des Plattenbaus haust, auch um seinen Vater zu retten, der immer mehr in den Bann des Hauses gerät. Die unheimliche Serie Hausen, die in einem leerstehenden Krankenhaus des ehemaligen DDR-Apparates gedreht wurde, fesselt von der ersten Sekunde an mit einem großartigen visuellen Konzept und einer gruseligen, geheimnisvollen und tiefgründigen Geschichte, die sich wie Gift Tröpfchen für Tröpfchen im Kopf des Zuschauers ausbreitet. Die achteilige Horrorserie läuft ab dem 29. Oktober täglich ab 20.15 Uhr in Doppelfolgen auf Sky Atlantic. Als komplette Staffel könnt ihr sie euch ebenfalls ab 29. Oktober auf Sky Ticket in Deutschland und Sky X in Österreich ansehen und über Sky Q auf Abruf. Um uns mit den vielen schaurigen Geheimnissen der Serie Hausen genauer auseinanderzusetzen und hoffentlich auch ein paar von ihnen zu lüften, haben wir heute einen ganz besonderen Gast eingeladen. Monika Martin sagt von sich selbst, dass sie mit den Gaben des Hellfühlens, Hellhörens und Hellsehens geboren wurde. Ihr Urgroßvater, der Schamane eines hawaiianischen Stammes war, brachte ihr in einem Indianerreservat in den Bergen alles an weißer Lichtmagie bei, was für ihre spirituelle Arbeit wichtig ist. Monika ist die Gründerin von Winds of Earth und hilft anderen dabei, Blockaden oder schwarze Magie aufzulösen und bietet auch energetische Gebäudereinigungen gegen böse Mächte an. Letzteres hätten unsere Freunde in Hausen wahrscheinlich auch gut gebrauchen können. Hallo Monika. Hallo Nina. Monika, das ist ja wirklich eine ungewöhnliche Arbeit, die du da machst, oder ist es eher eine Berufung als eine Arbeit? Also ich sehe es wirklich eher als eine Berufung, was ich da mache, weil ich denke, man muss schon ein Stück dafür geboren werden, um sich mit diesen Energien auseinandersetzen zu können und zu wollen. Was sagst du denn den Menschen, die behaupten, dass Esoterik und Spiritualität einfach nur ja, Hokuspokus sind? Also ein Stück weit habe ich in diesem Leben wirklich gelernt, dass man Menschen bei ihrer Meinung belassen soll. Es ist ja so, dass wir bringen ja alle einen Lebensplan mit. Und in diesem Lebensplan haben wir ja alle mitgebracht, inwieweit wir uns in diesem Leben fortentwickeln wollen, mit welchen Themen wir uns beschäftigen möchten. Und wir haben natürlich auch Leben dabei, in denen wir uns einfach wirklich so weit trennen, dass wir von Esoterik und Spiritualität nichts wissen möchten. Und für mich ist das vollkommen in Ordnung. Jeder soll an dem Punkt bleiben, wo er bleibt. Ich bin ja auch nicht da zum Missionieren.
sondern die Menschen sollen jeder für sich seinen Weg finden. Und ich glaube, die, die es interessiert, die kommen und fragen schon. Und die, weil es ist aber ganz lustig, ich habe das öfters, dass die Menschen dann sagen, ist aber sehr viel Hokuspokus. Und dann fangen sie aber das Diskutieren an. Also da sieht man ja schon, dass dann Interesse dann da ist, dass man einfach nur noch nichts mit anfangen kann. Ne? Wenn aber jemand das komplett ablehnt, dann lasse ich den auch bei seiner Meinung. Und irgendwann kommt er schon von alleine auf die Idee, dass die Meinung nicht mehr so ganz richtig ist. Okay. Du, in Hausen ist es ja der Plattenbau, der ein bösartiges Eigenleben führt. Also meinst du, dass auch Materie besessen sein kann und nicht nur, wie wir uns das vorstellen, Menschen und Tiere? Materie kann durchaus von Geistern in Besitz genommen werden, auf jeden Fall. Menschen und Tiere, da ist es ein bisschen anders. Bei Menschen und Tieren kann es bis zur Besessenheit gehen, weil ein Geist in den menschlichen Körper und auch den tierischen Körper komplett hineinfahren kann. Weil Menschen und Tiere haben eine Seele, ein Gebäude ist seelenlos. Wenn sich viele kleine negative Energiefelder sammeln und das zu einem großen Feld entsteht, das nennt man dann ein sogenanntes Elementar. Die meisten Menschen haben das schon mal irgendwann wahrgenommen, indem sie als Kind, meistens als Kind, weil da sind wir noch offener für solche Dinge, wenn man eine Wand anschaut und hat das Gefühl, die bewegt sich. Daran kann man sehen, also es gibt wirklich Geister und Elementare, die sich in den Wänden richtig festsetzen können, ne? Ich würde gerne wissen, was ist denn genau ein Hausgeist? Also man muss sich so vorstellen, wenn ein Mensch stirbt, dann geht ein sogenannter Lichtkanal auf. Dieser Lichtkanal bringt uns quasi auf eine andere Ebene, auf der wir uns erstmal ausruhen können, wo wir unsere Lichtfamilie haben, die uns dann erstmal betreut nach dem, was wir hier erlebt haben. Und viele Seelen gehen aus verschiedenen Gründen nicht durch diesen Lichtkanal durch. Das Problem ist, dass diese Seelen quasi hier ohne Körper festhängen. Und das nennen wir einen Geist. Und wenn dieser Geist sich in einem Haus komplett niederlässt, dann sprechen wir von einem Hausgeist. Und was ist die Problematik in Hausen? Da kommen ja mehrere Dinge eigentlich zusammen, oder? Genau, da haben wir im Prinzip eigentlich alles. Da haben wir Hausgeister, wir haben Elementare, wir haben schwarze Magie, wir haben Verfluchungen, Verwünschungen. Also da ist im Prinzip das komplette Programm drin. Meine Herren, würdest du denn fähig sein, dagegen was zu tun oder wärst du da alleine auch machtlos? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, in so einem großen Bau würde ich mir wirklich Kollegen holen. Also ich hatte einmal dieses Thema in Mallorca. Ich habe da 10 Jahre gelebt und da hatten wir eine uralte Finca. Die Kundin rief mich damals an und meinte, ob ich ihr helfen könnte. Sie hätte schon ein paar da gehabt, die das versucht hätten, wären alle gegangen. Und ich habe das großspurig damals jung, ne, Anfang 30, oh, ich kann das, gar kein Problem. Und dann bin ich hingefahren, habe die Küchentür aufgemacht und dann da war niemand in der Küche und mir hat wirklich jemand mit unsichtbarer Hand ein Messer entgegengeschmissen. Ja? Also habe ich die Türe zugemacht und habe gesagt, okay, Moment, also da brauche ich jetzt, glaube ich, auch mal Unterstützung und habe mir dann noch 2 Kollegen dazu geholt, die auch schamanisch arbeiten. Also wir haben zu dritt dann dieses Haus gereinigt, weil das war wirklich alleine nicht mehr zu schaffen. Das heißt, ein Geist kann so mächtig werden, dass es tatsächlich, dass er Dinge bewegen kann, wie das Messer ja. In deinem Fall jetzt. Genau, also je länger ein Geist hier auf Erden festsitzt und ich sag mal, je mehr er auch wütend ist oder negativ belastet ist, ne? Also jemand, der auf dieser Welt schon, ich sag mal, ein Verbrecher war, der wird auch auf der anderen Dimensionsseite kein Engel werden. Die fangen dann natürlich an und versuchen, ihre Kräfte zu bündeln. Und wenn ein Geist das übt, dann kann der tatsächlich Dinge bewegen. Das kostet zwar sehr viel Energie, also das kann der nicht auf lange Zeit machen, aber eine Zeit lang kann er das. Und das kann uns ganz schön nerven. Das sind die Dinge, wo man dann hört, es läuft, Wasserhahn wird aufgedreht, wird er zugedreht oder Rollos gehen rauf und runter, Baldachine, ne, werden runtergezogen oder das Kratzen an der Wand, Klirren von Ketten. Das, was man so als Horror kennt, ist aber pure Realität, wenn solche Geister in solchen Häusern sich eingenistet haben. Also ich frage mal nach, was haben dann die davon? Ja, man muss das ja so sehen, die sitzen ja quasi hier fest. Ne, die sitzen genauso hier wie wir. Wenn der Kanal mal zu ist, der Lichtkanal, dann können die auch da nicht mehr rüber. Es sei denn, es verstirbt jemand anders, dass sie da mitgehen. Oder jemand macht denen künstlich hier den Lichtkanal auf. Wie du. Genau. Und gibt aber noch viele Kollegen, die das auch können. Ne? Das ist nicht schwer. Und dieser Übergang,
wenn der nicht gemacht wird, dann hat es ja Gründe. Das heißt, die sind in der Regel wütend, die sind zornig, die sind ja aufs ganze Leben sauer. Und diese ganze Wut, das ist quasi das, was die dann leben. Die hängen wie in so einer Endlosschleife drin. Deswegen ist es auch sehr schwierig, selbst wenn man mal einen Lichtkanal aufmacht, die da reinzubekommen, weil das muss jemand freiwillig machen. Und wenn die da nicht rein wollen, weil die hier noch, ich sag mal, ihren Krieg mit sich führen, und dann habe ich keine Chance. Also das ist so, man muss denen die Zeit lassen, bis die wirklich irgendwann an dem Punkt sind, wo sie dann freiwillig sagen, ich glaube, es reicht mir jetzt, ich will doch nach Hause. Wie in unserer Serie, können sich denn dann schlechte Energien eines Hauses tatsächlich auch auf die Bewohner auswirken? Also hat das einen Zugang? Ja, definitiv. Also jeder Gegenstand wird von der Energie gespeist, die in diesen Gegenstand hineingebracht wird. Das heißt, wenn ich jetzt wenn wir jetzt mal von dem Beispiel Tisch ausgehen, der wird irgendwo in einer Fabrik hergestellt. Jetzt hat vielleicht der Mitarbeiter gerade mitten in der Scheidung drin, ist eh schlecht gelaunt, hat keine Lust, der Chef ist vielleicht auch noch schlecht gelaunt, dann haut er sich noch auf die Finger, sagt, boah, ich verfluche den Tisch. Ne? Diese ganzen Dinge an Energie fließen in diesen Tisch rein. Jetzt kommt der Tisch zum Händler, jetzt hat der LKW-Fahrer vielleicht noch schlechte Laune, ne? Bringt das Ding dann irgendwo hin. Jetzt steht es vielleicht noch ein paar Tage in irgendeinem Keller rum, wo noch ein paar Hausgeister da sind, die keine guten Energien haben. So, und irgendwann kaufen wir dieses Ding und stellen uns das in die Wohnung. Und dann ist natürlich irgendwo klar, dass, obwohl doch gar kein Mensch daran gesessen hat, dass an diesem Tisch, sag ich mal, keine guten Energien auf uns abspringen können. Das ist zwar jetzt kein... Man kann jetzt hergehen und kann sagen, ja, dieser eine Tisch macht jetzt alles schlecht, um Gottes Willen. Also so möchte ich es jetzt nicht ausdrücken. Aber dieser eine Tisch kann dafür sorgen, dass also negative Energie ins Haus gebracht wird. Na, man kann ja nicht weg von diesen Energien. Wehren tue ich mich ja im Alltag damit, dass ich aus der Situation rausgehe. Aber in so einem Haus sitze ich ja fest drin. Ich kann mich ja den Energien nicht entziehen. Und deswegen ist Hausen natürlich ein explosionsartiges Gebäude, weil da so viel drin ist. In Hausen schmeckt ja in unserem besessenen Plattenbau sogar das Wasser schon komisch. Wie erkennt man denn als normaler Mensch, sage ich jetzt, dass in einem Gebäude was nicht stimmt? Man muss ein bisschen aufmerksam mit sich selbst sein. Also wenn man in sich selbst reinschaut, wie war ich denn die ganze Zeit, dann kann ich erkennen, wenn ich in einem Gebäude bin, wo es auf einmal anders läuft. Ich hatte vor kurzem eine Hausreinigung mit einem Ehepaar. Die hatten mich angerufen, dass seitdem sie in diesem Haus, die haben sich einen Neubau gekauft, und seitdem sie in dem Haus drin sind, streiten sie nur noch. Und das ist ungewöhnlich aufgefallen, und eine Bekannte hat wohl gesagt, macht eine Hausreinigung. Und dann bin ich da hingefahren, wir haben die Hausreinigung gemacht, und dann rief sie mich wirklich 4 Wochen später an und sagt, Frau Martin, ich bin total begeistert. Seitdem sie da waren, ist wieder alles normal. Also, ne? Hast du denn, Moni, als du da drin warst, hast du denn tatsächlich auch gesehen, was der Grund ist? Ja, genau. Also da waren tatsächlich Hausgeister drin, die sich generell immer gestritten haben. Also da war mal ein Pärchen auf diesem, also nicht in diesem Haus an sich, sondern das war vom Grundstück her belastet. Und da gab es ein altes Ehepaar, das sich permanent gezankt hat. Und die haben diese Energie in dieses Haus reingebracht. Und die haben wir dann nach Hause geschickt, und dann hat das funktioniert. Sag mal, was ist eigentlich mit unserem sechsten Sinn? Können wir den wieder schärfen, oder haben wir das in unserer modernen Gesellschaft verloren, was ja genau für diese Situation eine wichtige Gabe wäre? Ja, also man kann es schon wieder schärfen, weil wir haben ja alle diese Gaben mitbekommen. Also alle Menschen können das. Wir haben es nur aberzogen bekommen bis zum 2. Lebensjahr. Meistens verlieren die Kinder das. Also ich habe oft Menschen bei mir in der Ausbildung, die keine so großen Gaben mitbringen, die aber mit ganz viel Fleiß dann besser werden wie manche, die eine Gabe haben und sich irgendwo darauf ausruhen und nicht weitermachen. Sag mal, in diesem riesigen Plattenbau herrscht ja Armut und Perspektivlosigkeit. Spielt das dem Bösen in die Hände? Ja, definitiv, weil die dunklen Energien ernähren sich von den menschlichen Energien, und zwar von denen, die sowieso schon negativ sind. Das heißt, die fühlen sich natürlich in der Dunkelheit, in der Negativität wohl. Okay, also in unserer Serie herrscht ja am Anfang sowas wie eine Gemeinschaft. Also jeder gibt ein bisschen Geld für das Baby, aber das hält alles nicht lange an. Wie viel Gutes braucht man denn, um gegen Böses zu kämpfen?
wenn man jetzt prozentual das betrachten würde, dann ist es so, dass ich sage, also wir bräuchten 51% Licht, damit das Dunkle nicht mehr diese starke Wirkung hat. Und je mehr Prozent Licht wir haben, desto weniger kann natürlich die Dunkelheit wirken, ne? Und deswegen ist es genau an diesen Orten eben so wichtig, da so viel Licht wie möglich reinzubringen, nicht nur im Optischen, sondern einfach auch im Energetischen. Licht in Form von Freude, Heiterkeit und positivem Denken. Und dieses positive Denken ist es auch, was uns im Endeffekt am meisten hilft, um nicht in diese Dunkelheit abzustürzen. Also je depressiver ich bin, desto mehr gebe ich dem Hausgeist und den Elementaren Kraft. Das bedingt sich ja letztendlich. Genau. Wahrscheinlich ist es die Katze, die sich dann in den Schwanz beißt. Genau, so ist es. Dünhausen ist in den Rohren der Heizung so übelriechendes, dickflüssiges Zeug, das ja irgendwie ein Eigenleben zu haben scheint. Auf welche Zeichen achtest du als allererstes, wenn du ein Gebäude analysierst? Also, das ist eine ganz irdische Frage. Ja, ich bin auch so irdisch. Aber also man kann jetzt nicht sagen, dass ich auf Zeichen achte, weil ich ja das ganz anders mache. Ich gehe ja meistens analysiere ich das Gebäude ja aus der Ferne, und um überhaupt erstmal einschätzen zu können, was da los ist. Und ich gehe dann her und gehe quasi über die Seelenreise dahin und erfühle das. Ich spüre quasi rein. Also du musst gar nicht vor Ort sein, ja? Nein. Deswegen gibt's auch Hausreinigungen aus der Ferne, das ist möglich. Wobei ich aber mir das vorher anschauen muss. Also wenn viele Elementare drin sind, wenn viele Hausgeister da sind, wenn viel zum Beispiel auch noch negative Energie in Form von Verfluchungen, Verwünschung oder Schwarzmagie da ist, das muss ich schauen, in welcher Kombination. Es gibt Häuser, wo ich wirklich definitiv sage, da muss ich vor Ort kommen, weil sonst kriege ich es einfach nicht richtig sauber. Wenn es ganz normale Reinigung ist, das kann man auch aus der Ferne machen, weil dann reicht die Kraft von mir. Du, Alexander Scheer, der schon mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnet wurde, spielt Carter, einen der wohl merkwürdigsten und unheimlichsten Bewohner des Plattenbaus. Im Interview hat Alexander erklärt, warum ihn die Geschichte von Hausen sofort in ihren Bann gezogen hat. Als ich die ersten 4 Drehbücher von Hausen das erste Mal auf dem Tisch hatte, dachte ich tatsächlich, wow. Ich hatte lange nicht so was Gutes gelesen. Ich habe mich tatsächlich gegruselt. Naja, klassischer Horror. Es ist ja, auf jeden Fall. Es ist ja aber noch mehr. Du kannst ja, also mal ein Haus, das seine Bewohner kontrolliert, frisst, kann man sagen, fernsteuert, ja, abhängig macht, bis in die tiefste Sucht hinein. Monika, kann man denn, wie Alexander meinte, tatsächlich von schwarzer Magie abhängig werden? Leider ja. Mhm. Also schwarze Magie ist wirklich etwas, was sehr, sehr gefährlich werden kann. Man sollte wirklich darauf achten, dass man positiv denkt, dass man nicht zu sehr sich immer wieder ins Negative abdriftet. Die Menschen neigen sehr dazu, dass man immer sehr viel schlecht denkt statt positiv. Das ist für mich etwas, wo ich immer sage, wenn die Leute fragen, was ist denn mein Schutz vor sowas? Ne? Positives Denken, optimistisch bleiben, weil das mögen Geister und Elementare überhaupt nicht. Die suchen ja das Dunkle. Und aus dem Grunde würde ich dazu raten, wirklich da positiv zu bleiben, damit diese schwarze Magie... Keine Angriffsfläche gebildet. Genau, ja. Weil das ist wirklich, also es kann wirklich, also richtig schwarze Magie, wenn man dem ausgeliefert ist und da keine Hilfe bekommt, je länger das geht, also es ist immer so, wenn das nur kurzzeitig ist, kann man es auch sehr gut ablösen. Je länger das geht, kann das auch körperlich sich auswirken und das kann auch wirklich so sich so festsetzen, dass es wirklich Probleme gibt, das nochmal zu lösen. Also die Serie wäre sehr schnell vorbei gewesen, aber hätten Juri und sein Vater Jaschek eigentlich auch wieder gehen können? Also kann man sich einer bösen Macht dann auch einfach wieder entziehen, wenn es, wie du gesagt hast, nicht schon zu lange gedauert hat? Ja, je tiefer, also länger das geht, je tiefer wird man von diesen Energien da hineingezogen und desto schwieriger wird es, weil so eine Art Abhängigkeitsverhältnis dann zu diesem Haus auch entsteht. Das merke ich auch immer daran, wenn ich dann Ablösungen mache, dass die Menschen dann auch wirklich es weinen anfangen. Ja? Das ist wie wenn ein Stück von ihnen weggenommen wird. Also nicht aus Dankbarkeit, sondern aus Unglück. Aus Unglück, ja. Weil das ist, wie wenn ich etwas verliere, wie wenn ich etwa einen Anteil von mir wieder hergebe, weil sich das ja dann so schon etabliert hat, wie ein eigener Anteil, dass man da schon Panik hat, das wieder loszulassen, obwohl der Mensch das ja möchte. Also Juri gibt ja sein Bestes, dieses verschwundene Baby, was ja sehr geliebt wird, zu finden und hört es sogar hinter den Wänden weinen. Kann man sich so etwas tatsächlich einfach nur einbilden? Weint es gar nicht oder weint es wirklich oder steckt es da? Oder
Wie siehst du das? Ja, dadurch, dass ja diese dunklen Energien wirklich von uns Besitz nehmen können, kann das wirklich dazu führen, dass wir uns das tatsächlich einbilden. Ne? Jetzt muss man natürlich auch den Unterschied machen, ist es wirklich etwas, was ich jetzt gerade erspüre, oder ist es wirklich etwas, was ich mir jetzt einbilde? Also es ist sehr schwierig da. Also es ist aber auf jeden Fall möglich, dass man sich dadurch Sachen einbilden kann. Der 16-jährige Juri wird von Tristan Göbel gespielt, der unter anderem schon mit dem New Faces Award ausgezeichnet wurde. Und Tristan hat uns verraten, auf was sich die Zuschauer bei Hausen gefasst machen müssen. Von der ersten bis zur achten Folge durchlebt der Zuschauer auch eine richtig krasse Reise so. Weil am Anfang ist es noch ganz normal und am Schluss wird es absolut... Oh, dann fängt sozusagen die ganze Serie an zu beben und es wird immer heftiger und es wird immer schlimmer mit den Sachen, die passieren. Der Horror wird immer größer. Dann, wenn man jetzt Ekel spielen soll und dann liegen überall blutige Verbände rum und sowas und Schimmel überall in den Wänden, dann weiß man auf jeden Fall, dass es eklig ist und dann braucht man das auch meistens nicht nur spielen, sondern dann ist es halt auch einfach so. Monika, der Plattenbau ist, wie Tristan schon gesagt hat, eklig, schmutzig und ziemlich trostlos. Aber können eigentlich, und darüber haben wir auch gerade schon mal gesprochen, wunderschöne Orte und Gebäude auch besessen sein? Also besessen nein, mit schwarzer Magie belegt. Also besessen deswegen, weil dunkle Energien da gar nicht hin möchten. Ne? Aber es kann natürlich durchaus mit schwarzer Magie belegt worden sein von jemandem, verflucht, verwünscht oder so. Das ist durchaus möglich. Und deswegen ist es auch so, dass ich immer sage, auch solche Gebäude oder Stellen, sag ich mal, Grundstücke oder so, sollten immer mal kontrolliert werden und gereinigt werden, weil das durchaus sein kann, dass irgendjemand, der eifersüchtig neidisch ist, weil ich vielleicht da ein Grundstück geerbt habe oder so, mir da was Böses draufgesetzt haben kann. Also eigentlich kann man sich ja nie sicher sein. Dann zieht man in das schönste Haus und hat die wunderbarste Umgebung und es kann trotzdem was sein, wo man sich denkt, boah, du gehörst hier nicht her. Ja, also ich würde generell, also das ist so meine ganz persönliche Meinung, das liegt halt an meinen Gaben, die ich mitbekommen habe. Ich würde generell niemals in ein Haus einziehen oder in eine Wohnung umziehen, ohne das zu reinigen. Für mich ist es so, dass wenn ich in eine Wohnung reingehe, in ein Haus reingehe, das ist genauso wie ein gebrauchtes Kleidungsstück. Da komme ich ja auch nicht auf die Idee, das zu tragen. Das schmeiße ich auch vorher in die Waschmaschine. Also es ist ja nichts, was man jetzt macht und sagt, ich muss es jährlich wiederholen oder so, sondern ich habe Kunden dabei, die kommen nach 10 Jahren wieder und sagen, ich habe vor 10 Jahren eine Hausreinigung gehabt, das wäre mal wieder Zeit. Wenn man die Matratzen wechselt, ja, dann auch gleich noch die Hausreinigung drauf. Okay. So, ne? Und dann ist man halt wirklich sicher, weil man dann in den eigenen Energien ist. Hausreinigung heißt ja, die schlechten werden rausgenommen, es wird neutral gemacht. Und dann kann man seine eigenen Energien da reinbringen, die ja einfach auch dann für die Familie passen. Was spürst du eigentlich bei so einer Reinigung eigentlich und begibst du dich damit auch in Gefahr? Ja, definitiv. Also so eine Hausreinigung ist nicht ungefährlich, weil es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Die meisten machen eine Hausreinigung über die reine Visualisierung. Das nennt sich dann energetische Hausreinigung. Nur wenn du richtig feste Elementare hast oder auch bei Schwarzmagie funktioniert das alles nicht mehr. Dann klappt das nur noch über die schamanische Art. Und also kannst du reinigen, wie du willst und die sitzen dabei und lachen dich aus, ja, oder wie? Ja, also ich habe schon bei Räucherungen gesessen, wo Kollegen gemeint haben, ja, also da ist alles sauber und ich habe den Hausgeist in der Ecke sitzen sehen, in seinem Schaukelstuhl mit der Zigarre in der Hand, so nach dem Motto, ist aber nett, wie die das hier räuchert. Und das ist halt das Problem, wenn man es nicht sieht, nicht hört oder nicht fühlt. Ne? Das ist, weil wir begeben uns halt hier auf eine Ebene, wo man schon mitbekommen muss, was geht denn um mich rum ab? Und wenn ich dann halt nur energetisch arbeite, kann das wirklich viel zu wenig sein. Und das Schamanische ist halt nochmal eine ganz andere Hausnummer, weil dann stelle ich mich in die Mitte von dem Gebäude und gehe quasi mit meinen Händen an den Wänden entlang und übernehme mit meinen Händen, mit meinen Füßen die Energie aus den Wänden, aus den Böden und übernehme die quasi in meinen Körper, stelle mich dann in den Lichtkanal und lasse dann die Energie nach oben ins Licht abfließen. Und dazu gehört absolutes Gottvertrauen. Ich muss mich auf meine Lichtfamilie, also meine Lichtwesen, die das mit mir gemeinsam machen, immer verlassen können. Ich darf selbst keinen Funken Angst haben, weil jeder Funke Angst würde beinhalten, dass diese Energie bei mir hängen bleibt. Oh je, okay. Und das ist. Wie machst du denn das? Wie hast du denn dann keine Angst? Weil ich mich in die Hände von meinen Lichtwesen, Lichtfamilie begebe. Also das ist wirklich so, ich stehe dann da und vertraue
wirklich, ich habe da ein absolutes Gottvertrauen und stelle mich da hin und mache einfach meinen Job. Und deswegen ist das auch einer der ganz wenigen Dinge, die ich nicht lehre, weil ich davon überzeugt bin, dass das etwas ist, was uns nur die geistige Lichtwelt selbst beibringen kann, weil man einfach dieses absolute Gottvertrauen braucht, diese totale Hingabe, dieses feste Wissen, das ist meine Berufung und mir kann nichts passieren, weil auch wenn ich nur mit einem Funken dahin denke, dass mir was passieren könnte, ist das ja schon da. Aber gerade wenn man nicht an was denken soll, denkt man doch dran. Ja, aber ich konzentriere mich dann ganz auf meine Arbeit. Also ich gehe da ganz drin auf und das ist für mich auch so dieses, ich kann ja dieses Licht sehen und stehe dann auch da drin und ich finde das total toll, wenn ich dann merke, ich kann diese Energien, diese bösen Energien wirklich so richtig ins Licht transformieren. Das ist für mich so eine totale Erfüllung, weil ich dann einfach weiß, okay, das ist das, wo ich hier wirklich auf Erden was bewirken kann. Hier kann ich wirklich ein Stück weit Licht hineinbringen und den Menschen was Gutes tun. Charlie Hübner, der Juris Vater, den Hausmeister des Plattenbaus Jaschek spielt, hat sich für diese Rolle genau mit dem Thema Horror auseinandergesetzt. Es soll an Hausen entstehen, dass der Horror ja letzten Endes nur dadurch entsteht, weil du an ganz andere Sachen angeführt bist. Du, alles, was einem selber im Leben unheimlich ist, vor einem selber, vor anderen, in einer Umgebung, findet da statt, das ist die Welt, in der leben aber Menschen, die schlafen da, die essen da, die ziehen da freiwillig ein, der arbeitet da, der fürchtet sich im ersten Film nicht, zum Beispiel vor dieser schwarzen Flüssigkeit, weil ihm das vertraut ist. Und Horror, der uns schreckt, ist gar kein Horror, sondern es ist nur so eine antrainierte Angst vor etwas, wo man nicht hingucken will. Aber es gehört zu uns dazu. Würdest du dem zustimmen? Also ist Horror tatsächlich eine Art antrainierte Angst vor etwas, mit dem man sich nicht auseinandersetzen will? Ja und nein. Also hier müssen wir ein bisschen unterscheiden, von welchem Horror wir sprechen. Der Herr Hübner meinte hier sicherlich die eigenen Ängste, die wir uns im Leben durch ganz verschiedene Ereignisse und Erlebnisse erschaffen haben. Das können selbstverständlich antrainierte Ängste sein, die ich mir nicht anschauen möchte. Wenn mich allerdings ein Hausgeist nachts ständig belagert, Geräusche macht und totalen Unfug treibt, dann hat das überhaupt nichts mehr mit der normalen Angst zu tun, mit der ich mich nicht auseinandersetzen möchte, sondern hier kommt eine ganz gesunde Art von Angst auf, die uns einfach davor warnt, dass hier eine Gefahr im Haus ist, was ja eben auch so ist. Gibt es irgendwas, Monika, was dir eigentlich Angst macht? Ja. Ja. Also ich habe, ganz ehrlich, ist meine größte Angst wirklich die Menschen selbst. Die Menschen selbst? Ich glaube, ich werde die nie wirklich verstehen. Also diese, was die Menschen da sich selbst antun, was sie da treiben, das wird für mich ein ewiges Rätsel bleiben. Also das ist so, ich verstehe die andere Seite der Welt komplett. Das ist meine Heimat, da weiß ich alles. Aber wie ich hier auf die Welt kam, also das war schon eine echte Herausforderung zu verstehen, wie die hier ticken. Was für eine interessante Antwort. Okay. Sag mal, welches deiner Erlebnisse hat dich denn bisher am meisten schockiert oder vielleicht sogar fasziniert? Also ich hatte mal ein mega schönes Erlebnis und das war auch auf Mallorca. Da hat mich von der Nachbarin damals eine Cousine angerufen und sagt, Moni, die Finca wird vermietet und die Leute sagen immer, sie hören nachts ein Weinen. Das scheint, da muss ein Kind weinen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich komme und mache eine Hausreinigung. Und dann habe ich gesehen, dass in diesem Gebäude ein 3,5-jähriges Kind feststeckt, ein Junge, der auf seine Eltern gewartet hat. Und der saß da schon sehr lange. Die Eltern sind dann also irgendwann gestorben und haben den Übergang auf die andere Seite gemacht, weil sie dachten, der Junge wäre auch schon zu Hause. Und jetzt saß dieser Kleine da und hat geweint und ich warte auf Mama und Papa und ich will nach Hause. Und jetzt habe ich mit dem Erzengel Michael gemeinsam den Lichtkanal geöffnet. Und jetzt ist es ja so, dass wir mit unserem freien Willen selbst entscheiden können, ob wir da rein möchten oder nicht. Jetzt habe ich versucht, diesen Kleinen da zu überreden, in dieses Licht zu gehen. Und er hat immer nur Mama, Papa, Mama, Papa, ne? Und hat da überhaupt keine Anstalten gemacht. Und ich darf den ja da nicht einfach reinschieben. Und dann habe ich den Erzengel Michael um Hilfe gebeten und habe gesagt, bitte sei so gut und unterstütz mich mal. Wie können wir denn den Jungen da jetzt reinbringen, ne? Und auf einmal hatte ich einen blauen Ball in der Hand, das vergesse ich nie. Und dann hat der Erzengel Michael gesagt, wir spielen jetzt Ball. Und dann haben wir uns ein paar Mal diesen Ball hin und her gespielt und dann habe ich den Ball genommen beim dritten Mal oder so und habe den auf dem Boden Richtung Lichtkanal rollen lassen. Und dann ist der Kleine hinterher gelaufen,
mit dem Ball quasi in dieses Licht. Und dann hat der Erzengel Michael, und das war für mich das größte Erlebnis überhaupt, das habe ich so vorher noch nie gesehen. Ich habe dann auf einmal diese Riesenflügel vom Erzengel Michael gesehen, die er ausgebreitet hat. Ich habe diese Krone gesehen, dieses Zepter, was er da in der Hand hat. Und er hat diesen Jungen wirklich auf den Arm genommen und ist wirklich wie in einem Aufzug richtig so gen Licht gefahren. Und das war ein Erlebnis, was mich tagelang noch beschäftigt hat. Also für mich ist das ja diese Heimat nichts Neues, aber diese Liebe, die ich da gespürt habe, diese Innigkeit, da wusste ich, also von dem Moment an wusste ich, warum ich meinen Job mache, warum ich hier bin und wo wir eigentlich auch alle herkommen, dass diese Liebe, die da rüberkam in diesem Lichtkanal, dass das unsere wahre Heimat ist. Na, jetzt hast du es geschafft, ich hatte kurz Gänsehaut. Moni, in Hausen entstehen ja Türen und verschwinden auch wieder. Ist das eine Metapher, denkst du, dafür, dass man immer wieder verschiedene Wege wählen kann und gut aufpassen muss, für welche Richtung man sich entscheidet? Ja, auf jeden Fall. Das sehe ich auch so, dass man da immer schauen muss, weil wir kriegen jeden Tag unsere Entscheidungen immer wieder präsentiert und der Mensch muss immer für sich den Weg selbst wählen. Also den gibt uns auch keiner vor. Moni, kannst du uns denn einen Tipp geben, wie man im Leben achtsamer wird, damit man im Vorfeld schon merkt, wenn man mit etwas Bedrohlichem konfrontiert wird? Ja, also die Menschen sollten einfach wieder lernen, sich mal ein bisschen mehr selbst zuzuhören. Also wir bekommen ja in diesem ganzen hektischen Alltag gar nicht mehr viel mit. Und diese Ruhe und Zeit, die wir dafür benötigen, das sollten die Menschen sich eigentlich nehmen. Weil wenn ich mich mit mir selbst auseinandersetze, wenn ich anfange, mich wieder selbst zu spüren, dann kann ich auch spüren, wenn eine Energie kommt, die nicht zu mir gehört. Weil wenn ich meine eigene Energie nicht kenne, dann kann ich natürlich auch keine fremde Energie erkennen. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir wieder mit uns achtsam werden, mit uns aufmerksam werden. Und wenn ich mir meine Achtsamkeit und meine Aufmerksamkeit schenke, dann komme ich ja automatisch auch wieder in meinen Selbstwert, in meine Eigenliebe. Und wenn ich diese Themen für mich habe, dann brauche ich auch keinen Menschen, mit dem ich meinen Kampf führen muss. Sag mal, jetzt hast du ja unsere Serie Hausen gesehen. Wie schneidet denn das ab für dich im Reality-Check? Also ich finde die Serie mega interessant und ich glaube, dass es ein Wachrüttler ist für die Menschen, auch mal hinzugucken, dass es noch mehr gibt, wie das, was ich nur vor meiner Nase sehe. Liebe Monika, das war ein wirklich interessantes Gespräch und ich fand es echt spannend, gemeinsam mit dir einen Blick in die Welt der schwarzen Magie und der besessenen Gebäude zu werfen. Vielen Dank für deine Zeit, deine Einschätzung und dein Wissen. Und ich sage nochmal ganz, ganz vielen Dank, dass ich hier sein durfte und das mitmoderieren durfte. Vielen herzlichen Dank. Sehr gerne. Monika Martin, Expertin für energetische Häuserreinigung. Neben der gruseligen Serie Hausen gibt es aber auch weitere Highlights auf Sky. Pünktlich zu den amerikanischen Präsidentschaftswahlen präsentiert Sky eine brisante Miniserie, die auf dem Buch Größer als das Amt des von Präsident Trump gefeuerten FBI-Direktors basiert. The Comey Rule ist ab dem 2. November ab 20.15 Uhr mit allen 4 Episoden nacheinander auf Sky Atlantic zu sehen und auf Sky Ticket und über Sky Q auf Abruf verfügbar. Hollywood-Star Jeff Daniels spielt in der Serie den Ex-FBI-Direktor James Comey, der vom amtierenden US-Präsidenten politisch unter Druck gesetzt und am Ende entlassen wurde, weil er sich dem Willen Trumps nicht beugen wollte. Im Rahmen der Premiere von The Comey Rule präsentiert Sky Atlantic vom 2. bis 8. November auch einige brandneue, spannende HBO-Dokumentationen wie Kill Chain – The Cyber War on America's Elections, After Truth – Disinformation and the Cost of Fake News, Agents of Chaos und Hillary sowie zahlreiche thematisch passende Serien wie The Loudest Voice, Veep, die Vizepräsidentin, House of Cards und viele mehr. Und wenn ihr noch mehr über die vielen tollen Serien und Filme bei Sky erfahren wollt, schaut einfach im Web auf www.sky.de oder www.sky.at vorbei. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich, wenn wir uns schon bald bei unserem nächsten Reality-Check zu der beeindruckenden Serie I May Destroy You von und mit Michaela Cole hören. I May Destroy You wirft einen freimütigen und provokativen Blick auf die Themen Gewalt und sexuelle Selbstbestimmung in der Londoner Millennial-Szene. Nach einem sexuellen Übergriff in einem Club erobert die junge schwarze Londonerin Arabella ihr Leben zurück. Dass I May Destroy You aufgreift, was seit der MeToo-Bewegung breit debattiert wird, ist nur ein Teil dessen, was die explosive Direktheit von Michaela Coles Serie ausmacht, für die sie das Skript schrieb, produzierte, die Hauptrolle spielt und teilweise Regie führte.
Cole verarbeitet eigene Erfahrungen und erzählt zugleich mit verblüffender Komik. Also, bis bald, eure Nina Liebold. Der Sky Podcast. Echt jetzt. Sky Serien und Filme im Reality Check.